Leute, was geht? Heute gibt's eine kleine Umfrage. Auf was stehen Frauen bei Männern, dass ihr auf jeden Fall mehr Chayas klären könnt? Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da für mehr Omme TV Umfragen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oha! Oha! Einfach die Hübsche. Woher kommst du? Niedersachsen. Niedersachsen. Sag mal, welche großen Städte oder Fußballvereine dort sind. Ich orientiere mich immer so an Fußballvereinen, weißt? Da kenne ich mich nicht so mit aus. Auf jeden Fall. Hannover? Hannover, ja, kenne ich. Ja, da so in der Nähe. Ah, ist gar nicht so weit weg von Berlin. Berlin? Mhm. Das geht ja. Wie alt bist du? 18. Ey, Ich muss ganz schnell los, ich werde gerade abgeholt, okay? Okay, warte, ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich. Für die musst du dir Zeit nehmen. Auf was stehen Girls bei Männern? Also so Pflege. Pflege? Ja, so schöne Zähne, gepflegte Hände und so. Okay, so diese Basics. Ja. Und was so optisch dein Typ? Ich habe dafür jetzt keine Zeit, ich muss wirklich sagen. Sag einfach du. Ja, du. Okay, du. Perfekt, ich küsse deine Schar. Wie geht's? Geht ihr gleich feiern? Wir gehen Shisha Bar. Viel Spaß. Ey, eine kurze Frage. Auf was stehen Frauen bei Männern? Tattoos. Tattoos? Ja. Aha. Was noch? Gepflegt aussehen. Gepflegt aussehen, auf jeden Fall. Ich mag Bart. Ich auch. Augen sind mir auch sehr wichtig und Lächeln. Was für eine Augenfarbe? Sagst du, ist egal, oder? Egal, Form meine ich allgemein. Ach so, also sagst du so, wenn man so, keine Ahnung, so schiefe Augen hat? Ja, okay. Augen sind immer schön, komm. Okay, sonst nichts mehr? Doch, wie er sich anzieht. Ja, kommt drauf an, also wenn man so trainiert ist und so, dann kann schon ein Bonus sein, aber wenn man so Charakter hat, dann... Das ist halt auch nichts, ne? Aber so trainiert so richtig, richtig krank, oder? Nein, nee. So ein bisschen. Der soll einfach mit mir ins Gym gehen, dann ist alles easy. Ja, auch wenn er nicht so krass trainiert ist. Einfach ins Gym gehen. Und ich will motiviert sein. Was bist du für ein Landsmann? Positiv sein immer. Was denkst du? Italiener. Nee, mein Stiefvater ist aus Italien. Aber ich bin Brasilianer. Oh. Woher kommt ihr? Selbst so Österreich, oder? Nein, Stuttgart. Ja, okay, ey, Girls, ich will euch nicht weiter aufhalten. Ich küsse euer Herz, gell, schönen Abend. Danke. Ciao. Es geht auf. Hier. Tschüss. Tschüss, süß. Oha. Was geht? Wie alt bist du? 18, du? 21. Wilde Cuban Link Chain. Danke. Bist du ganz Deutsche? Nee. Hätte ich mir fast schon gedacht. Italienerin, Russin? Nee, deutsch-türkisch. Ach so, ich habe eine Frage an dich. Auf was stehen Girls bei Männern? Gute Frage. Keine Ahnung, ich schaue so. Also ich mag das, wenn ein Junge tanzen kann. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Mhm. Aber sonst achte ich eigentlich mehr auf Charakter, so mäßig. Aber hast du jetzt so optisch nicht so Vorstellungen, wo du sagst, okay, ey, das ist so voll mein Ding, weil das hat jeder. Tattoos. Was noch? Ich achte nicht auf so viel. Also bist du nicht so wählerisch? Nee. Aber ist du eher so südländisch oder eher so deutsch dein Type? Ist dir egal? Ich hab keinen Type. Das ist sympathisch. Also sagst du, wenn der Vibe da ist, ist einfach der Vibe da? Genau. Hey! Hey, was geht? Lass, Digga. Aber lass mal. Ja, Bruder, du wirkst sympathisch, wenn ich dich sehe, ich bekomme direkt gute Laune. Das ist gut, Bruder, das. Eine kurze Frage, auf was stehst du bei Girls? Bruder. Auf Belly, sei ehrlich. Was zum anderen? Belly? Ja. Belly, Bruder. Belly sind auch gut, aber dann muss das Gesamtpaket stimmen einfach. Also sagst du einfach so auf trocken, Gesamtpaket, wenn gefällt, dann gefällt. Keine hohen Anforderungen. Nein, gar nicht, Digga. Gar nicht, Bruder. Charakter ist auf jeden Fall. Das zählt, weißt du? Ja, Bruder, Charakter bleibt am Ende, weißt du, wenn man älter genau, wird. Genau, das bleibt so, weißt du? Ja, das bringt Bruder, ich habe hier schon mit ein paar Frauen geredet, die sagen mir ganze Geschichte, aber du bist der erste weise Bruder, der sagt, Charakter ist wichtig. Ja, Bruder, was bringt das, wenn du dich nicht verstehst und die ist übel geil? Das bringt doch gar nicht. Genau so, Bruder. Ey, ich küsse dein Herz, schönen Abend noch, hau rein, bleib wie du bist, gell? Ja, Mann, mach's gut. Ciao, ciao. Hey, Büschrabi, was geht? Hey, Büschrabi! Nichts bei dir. Nordesten Land? Ich kann kein Türk. Evet. Türk bist du in allem Land? Büschrabi, was geht heute Abend? Heute eine Shisha-Kopf auf deinen Nacken geht, oder? Ich rauch kein Shisha. Büschra! Du bist gut aus. Dankeschön. Ui, ein Hundi. Wie heißt der? Maxi!
Hier, ich bin hier drin, Maxi! Maxi, Bruder! Nein. Hier, Maxi! So ein Süßi. Was ist das für eine Rasse? Havanese. Was ist so ein Süßi? Maxi! Hört er mich? Ja, aber... Maxi! Maxi, Junge, schau her! Maxi! Ja, Maxi. Maxi! Maxi, hier! Ja, Bruder! Guck mal hier. Ey, ich habe eine Frage an dich. Erstmal, wie alt bist du? Was denkst du? 14 oder 13 maximal. 13. Ja, okay, gut. Dann haben wir auch schon mal die Altersgruppe abgedeckt. Auf was stehen Girls, die 13 Jahre alt sind, bei Boys? Wie holt er? Ja, er will zu meinem Papa. Dann lass ihn gehen. Ja, mein Papa ist nicht da. Ach, der ist am Arbeiten. Oh nein, Maxi. Wie alt ist Maxi? 5. Oh nein, Maxi Baby. Ja, erzähl mal, auf was stehen Boys bei Girls bei Boys? Meiner Meinung nach guten Style. Mhm. So, und ja. Okay, erzähl mal. Und ich sag mal so, wenn ein Junge gut mit seiner Mutter umgeht, so wird er irgendwann auch mit dir umgehen, deswegen. Ja, das sind Facts. Du bist 13, aber sprichst hier Facts. Sehr gut. Sehr gut, das ist ein sehr gutes Argument. Was noch? Keine Ahnung. Mir ist eigentlich egal, so Hauptsache Charakter. Ja, perfekt. Ey, ich küsse dein Herz und auch von Maxi. Warte, er soll noch einmal. Maxi! Maxi! Maxi, ja, hier! Hier drin, Maxi! Hier, Maxi! Ja! Maxi! Ja! Maxi! Hier, Maxi! Hier unten! Maxi, hier! Maxi! 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 Maxi, da unten, guck mal her. Aber denkst du, er checkt es, wenn ich ihn rufe? Irgendwie ja, weil er guckt dann die ganze Zeit so. Ey, so ein geiler Hund. Ey, eine Frage. Was? Hast du YouTube? Ja. Wie heißt du? Z-Max. Ich schwöre, wenn das jetzt stimmt, ich schrei. Wieso sollte ich lügen? Warte, ich muss einen Screenshot machen, sonst heule ich gleich. Okay. Erstmal zwei gemacht. Aber warte, wenn du mich kennst, wieso hast du mich dann nicht erkannt? Ja, keine Ahnung, ich hatte dich irgendwie anders in Erinnerung. Ja, okay, vielleicht die Cap und so. Ich weiß auch nicht. Oh, geiles Tattoo. Feier ich. Dankeschön. Auf was steht ihr bei Boys bzw. bei Männern? Ich hab voll komisch. Fluffy Hair. Rauchen. Also bedeutet Fluffy Hair so... etwas länger oder meint ihr Locken oder? Ja, die sind ja so Skaterboy. Ja, yeah. You know? Okay. Und bei mir ist es Rauchen. Das ist so cringe, Alter. Aber magst du einfach diese Ästhetik davon oder magst du den Geruch? Ja. Nein, die Ästhetik davon, so, you know? Mhm. So der Vibe. Der Vibe. Die ist komplett von der Bahn abgedingt. Sonst nichts? Also, Warte, doch. Muss halt der Style passen. Nein, Charakter. Also nein, okay, so will ich es nicht sagen. Aber er soll kein Weichei sein. Kurze Frage, auf was stehen Girls bei Boys? Keine Ahnung, ist immer anders. Also manche stehen so zum Beispiel auf Adern, andere auf... Na, keine Ahnung. Sag doch. Ja, finde ich, Gott, ich kann doch nicht Gedanken lesen. Bei jedes Girl ist das anders. Okay, dann sag mal, wie es bei dir ist. Also ich zum Beispiel so... Ich stehe auf Adam. Keine Ahnung, ich stehe auch auf Charakter, die ist da, ja. Optisch gesehen, so von Optik? Haare, muss auch. Wie müssen die Haare sein? Müssen die Haare stehen, so, keine Ahnung. Ey, woher kommst du? Frankfurt, oder? Siehst du aus. Dann NRW, oder? Nee, Frankfurt. Wie ich das einfach so wusste. Ich wusste es einfach. Nein, das sind... 50 Kilometer von Frankfurt, ja. Okay, bist du ganz Deutsche? Nein. Was noch? Ich komme aus Moldawien und vielleicht 20% Russen. Okay, wie alt bist du? Weil, ich bin 15. Ist es so bei 15, würdest du sagen, 15-jährige Girls stehen auf was komplett anderes, wie jetzt zum Beispiel 16 oder 17 oder 18-jährige, oder würdest du es gleichsetzen? Mm-mm. Ich glaube so gleich. Ja, weil ich habe auch vorhin schon andere gefragt, die waren 18 und die hatten zum Beispiel eine komplett andere Meinung, weißt du? Ich habe gesagt, es ist bei jedem anders. Woher kommst du? Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich meinte ich so landstechnisch. Ach so. halb Deutsch, halb Kasache. Ah, sympathisch. Wie alt bist du? 18.
Ah, das ist noch sympathischer. Ey, ich habe eine Frage an dich. Auf was stehen Girls bei Boys? Oh, das kann ich gar nicht beantworten. Ich bin ein bisschen anders, was das angeht. Bei mir ist das ja so noch besser. Wenn mir das komplette Aussehen gefällt, wie er sich gibt, wie er läuft, wie er aussieht, so dann passt das. Wenn nicht, dann nicht. Also quasi einfach so der Vibe muss stimmen. Ja, richtig. Wenn das so passt für mich, wie der aussieht, wie er sich gibt, wie er redet, wie das alles so, dann passt das auch. Wenn nicht, also dann einfach so höflich und so. Er kann ja auch so hübsch sein, wie er will und kann den hässlichsten Charakter der Welt haben, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, welche Umfrage ich hier als nächstes machen soll. Lasst ein Abo und ein Like daneben am Kopf, kommt ihr zu den letzten Videos und tschüss.